Da sind wir wieder. Immer noch im malerischen, Ronny-freien Tal. Ja, endlich Ronny-frei, Gott sei Dank. Aber genau. Wasserfälle haben wir immer noch. Was ist denn jetzt, müssen wir noch abgeben irgendwie die Genau, Aufgabe. Jetzt müssen wir nochmal zu Humbert. Und dann ich hoffe immer noch so ein bisschen darauf, dass uns mal so ein Naturgeist hier beim Weg läuft. Aber irgendwie... Stimmt, die sollten ja durch den Wald schweben. Die haben wir noch nicht gesehen. Schweben. Schön wäre das. Ja. Aber eigentlich auch nicht so schlimm. Jetzt, nee, es ist jetzt kein nicht essentiell für das Spiel, aber es wäre halt irgendwie cool. Weil die, von der Atmo her. Dann ist halt die Frage genau. So, warum gibt es das, wenn man das nie sieht, auch wenn man hier stundenlang rumrennt. Genau. Es ist seltsam, dass sie es einbauen, aber es dann so einbauen, dass man es nicht zu sich bekommt. Man es eigentlich nicht sieht, ne? Ja. Sehr schade, nur in jedem dritten Spieldurchgang oder so. Und so viele macht man ja vielleicht auch gar nicht. Nee. Ich habe halt das Spiel das ja parallel zu Hause noch so ein bisschen mit und vor. Damit ich ja nicht so völlig clueless rumlaufe wie am Anfang. Und da ist auch der ganze Wald voll mit diesen leuchtenden Dingern. Dann haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht. Irgendeine vielleicht. Entscheidung falsch getroffen. Vielleicht. Also es kann vielleicht wirklich damit sein, damit zusammenhängen, dass wir ja ein paar von diesen Bandstrahlern getötet haben, als noch unsere Feinde waren. Denn in meinem Spieldurchgang habe ich extra darauf geachtet, die nicht unnötig umzubringen. Na gut, haben wir jetzt eigentlich auch nicht. Wir haben, glaube ich, zweimal so eine Gruppe, irgendwie, die uns Ja, also haben. Vielleicht war das schon zu viel. Ich weiß, war das eine zu viel. Der einzige Unterschied, der mir jetzt so spontan einfällt. Ja, ja. Tja, dann müssen wir halt... Wer weiß. Oder die haben einfach Angst vor meiner Maskulinität. Bestimmt. Weil die hast du ja da zu Hause nicht bei dir. Das stimmt. Wenn du im rosa Nachthemd auf deinem Stuhl sitzt und... Ja, mit der angefangenen Stickdecke, genau. Mit der Blümchen-Stickdecke, dann ist der maskuline Anteil sehr gering. Ja, Blümchen läuft gerade aus der HiFi-Anlage im Hintergrund. Nein, das nicht. Dann vielleicht eher... Spice Girls. Nein, auch nicht. Was ist denn noch so girly-mäßig? Keine Ahnung. Ja, siehst du. Aber vom Musikgeschmack her bin ich auch nicht so besonders girly-mäßig, muss ich ehrlich zugeben. Keine Ahnung. Habe ich auch nicht vermutet. Ich wollte jetzt ja einfach nur ein Bild zeichnen. In den Köpfen der Menschen ein Bild erzeugen, weißt du? So machen das Geschichtenerzähler, kennst du nicht, tut mir leid. Es muss nicht immer gleich alles real sein. Da ist der Kolger wieder. Ja. Was gibt's? Die untere Seite des Waldes. Schön, ne? Nette Formulierung. Abgemurkst. Was ist denn abgemurkst? Wunderbar! Das machst du gut. Ja. Du solltest mal über einen Alternativkaräger als Räuberhauptmann nachdenken. Ja. Ich dachte jetzt eher an als Synchronisationsmensch, aber. Aber Räuberhauptmann ist natürlich eine veritable Alternative. Ja. Und was haben wir hier? Eine Falle. Nichts. In die Fresse. Wie so oft. So, was steht denn jetzt an? Jetzt. Ja. Wir suchen jetzt nicht mehr weiter nach Geistern. Wir wollen jetzt irgendwie wissen, wie es weitergeht. Jetzt haben wir eigentlich hier nur noch dann in die Ruine zu gehen und die Hauptquest weiter zu verfolgen. Weil wir ja eigentlich dieses... Da, wo der Drachen hochgeflogen ist. Genau. Wo wir auch Jost schon rausgekratzt haben aus dem Verlies. Ach ja, stimmt. Und dann weiter reinzugehen. Stimmt, wir müssen ja wieder zurück. Und das Buch der Schlange zu finden, weswegen wir im Endeffekt eigentlich hier sind. Was steht da nochmal drin? Keine Ahnung, ob wir das geheime Wissen oder so, was wir für die Drachenfest brauchen. Ach so, brauchen wir auch für die Drachenfest. Okay, brauchen wir auch, genau. Ja. So, ich will nochmal ganz schnell gucken, ob... ob Schnupsi hier schon... haben wir schon Dietrich? Ja, wir haben doch Koscherstahl. Und Cola? Wir haben auch Cola. Wieso kann er den dann nicht herstellen? Vielleicht ein Ambus, wahrscheinlich schon, Ambus oder? Gehen. Auch Talent das nicht. Talentwert zu niedrig. Wir hatten doch noch mehr Koscherstahl als nur einmal. Liegt das hier irgendwo anders noch drin? Na gut, dass diesen einen niedrig herzustellen, lohnt sich auch nicht so besonders. Ja. Okay. Ist tatsächlich ein bisschen wenig. Na gut, dann ist es dann so. Auch halt nicht, ne? Was soll's. Genau. Alles zurück zur Ruine. Genau. Auf zur Ruine. Da wäre bestimmt nichts drin, nichts Vernünftiges drin gewesen. Glaube ich auch nicht. Bestimmt ein bisschen koscher Stahl drin gewesen in der Kiste. Soll ich mal zurückgehen? Ja, unbedingt. Zu dumm, dass wir koscher Stahl brauchen, um die Kiste aufzumachen quasi. Nee, braucht man nicht unbedingt, aber ich wollte nur mal gucken, wenn da gerade ein Amboss rumsteht. Ich hätte mir noch ein paar Dietriche machen können. Alle jetzt mal mit dödönen, bitte. Das ist ganz wichtig. Schlösser knacken hat er schon 14. Warum kann er das nicht? So ein Depp. Jetzt fange ich schon wieder damit an. Den Running Gag haben wir jetzt schon eine Folge gehabt.
Wir hätten ihn einfach Ronny nennen sollen. Ja, wir haben ihm ja gar keinen vernünftigen Namen gegeben. Ja, aber auch das hat uns schon viel Vergnügen bereitet. Das also stimmt. Bin ich eigentlich gar okay, nicht Junge, jetzt ist Schluss. Gar nicht so traurig. Jetzt hast du verkackt. Für immer und immer und immer. Genau. Wir starten jetzt nochmal neu und fangen nochmal einen kompletten anderen Spielcharakter an. Mit Ronny aus Dergelheim. Genau, wenn du mir so auf den Sack gehst, Junge. Den ich gar nicht habe, und das will schon was heißen. Da kriegt man aber direkt erstmal einen Instant-Sack bekommen. Einem erstmal einen und dann Sack. Geht's einem da drauf. Genau. Ja. So sehr geht er mir auf den Sack, der Mann. Das kenne ich. Wie viele Säcke hast du schon? Also nicht das mit dem Wachsen. den Rest. Ja, die gehen ja dann auch wieder zurück. Die sind nur temporäre ja, Säcke. Ja, okay. Lokalisiert und temporär. Wahnsinn. Hm. Achso, das sind jetzt hier Rongfers Handlanger, obwohl wir... Okay, ich frag nicht nach. Einfach kaputt haben. Ich frag nicht nach. Ja, die wollen Rache für den Tod ihres Bosses. Du bleibst mal hier stehen, schnupseln und schießt mal hier diese fancy Dinger. Donnerkeil. Fulminictus Donnerkeil. Boah, ganz schöner Schaden. Und gleich nochmal. Gelinge im Schein der Marder. Okay. Was für eine Marder? Wir haben Marderschaden im Auto manchmal. Der Schein der Marder? Ja, keine Ahnung. Also irgendwie mag der so kleine rattenartige Viecher oder was? Findet er gut? Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch einfach nur ein paar von diesen bewusst erweiterten Pilzen zu viel genommen. Das klingt sinnvoll. Ich bin mit der Magie, also wenn wir jemanden einen Zuschauer haben sollten, der sich mit dem Magiesystem und der Lore dahinter sozusagen auskennt, gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung davon. Nee. Ich auch nicht, weil wir haben beim Pen & Paper, wo ich mich ja da ein bisschen eingelesen habe, ja, notgedrungen, weil ich es ja selber spiele und die Regeln man da ja besser kennen muss als bei so einem Computerspiel, haben wir leider keinen Magier in der Gruppe, deswegen... Okay, ja. Wir haben einen leicht magisch begabten Halbelfen, aber der kriegt immer nur so Visionen und sowas und da braucht man... Gott. Da muss man halt dann hin und wieder mal einen Würfelwurf machen auf irgendwas, aber da muss man jetzt keine Regeln kennen. Hm. Insofern habe ich auch keine Ahnung, was er da für komische Sachen von sich gibt. Und wer die Marder sind, die er anbetet. Demnächst kommt er noch mit Koalern und Bibern oder sowas. Ja, also... Auch so niedliche kleine Tiere alles. Ja, vielleicht. Und am Ende postet er immer ganz viele Katzenbilder in den WhatsApp-Gruppenchat. Haben die mittlerweile einen? Bestimmt. Kolgas Heldengruppe? Genau. Die Kolginis oder so? Die Kolgatis? Ich weiß das schon. Bestimmt. Ja, da kommen dann immer so er postet immer lustige Marder-Bilder und alle anderen dann immer nur so lol, ha, cute. Ja. Smiley. Ja, stop posting these Marder-Bilder. Genau. I don't give a shit. Genau. Ja. So sind sie. Dieser Gruppenchat hier, der Kolgate-Gruppenchat ist nur für wichtige Dinge. Jost, komm, hör auf. Aber Marderbilder sind wichtig. Warum verstehen Für mich das? Sind sie wichtig. Warum verstehen die Signifikanz von Marderbildern ist groß. Genau. Weil ich neulich tatsächlich hier von der Late Show, Last Week Tonight, so, bei der war das, bei Last Week Tonight mit John Oliver. Ist ja die meiner Ansicht nach beste so Late Night Show, die es momentan gibt auf der Welt und in Amerika sowieso. Und die haben da sich angeguckt, Sack schon. Oh nein, jetzt sind wir schon wieder bei den Säcken. Worum ging es gerade? Es ging um Marderbild. Achso, ja. Um Katzen. Genau, es ging um Journalismus. Also war das Thema der Sendung Journalismus. Und dann machen sie immer so einen sehr langen Beitrag zu diesem Thema. Und, ein Wildschwein. Da ging es dann auch darum, dass von irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, welche Stadt das war, ich glaube, oder welcher Bundesstaat in Oregon war das, glaube ich, hat so eine Regionalzeitung, da hat der Chef, der Besitzer, also der Eigentümer der Zeitung irgendwann gekauft, so ein Millionär, die Zeitung gekauft und hat dann gesagt, als die Journalisten dort gerne richtigen Journalismus machen wollten, aber eigentlich nur Boulevard machen sollten, weil sie es besser verkauft, hat er dann wohl in einer Konferenz, eine Konferenz oder eine Antrittsrede oder so, auf jeden Fall irgendwas, wo er vor den Journalisten und vor anderen Leuten spricht, also vor den Mitarbeitern im Haus, hat er gesagt, ich übersetze vielleicht besser für alle, die nicht so gut Englisch können, mein Ziel ist es auf jeden Fall immer, die Einnahmen zu erhöhen und zu verbessern und wir müssen, das muss unser vorrangiges Ziel sein,
hat auch gesagt, wir müssen dabei gute Qualität liefern und so, bla, aber eigentlich ging es ums Geld. Ja. Und dann meinte er den prägnanten Satz, wir sollten auf jeden Fall, er hat auch wirklich mit Katzenbildern gesagt, wir sollten auf jeden Fall hauptsächlich uns mit Katzenbildern beschäftigen, so unter dem Motto. Ja. Ja? We should focus on pictures of cute cats oder irgendwie sowas. If that brings revenue, also wenn das gute Einnahmen bringt. Ja. Und dann meinte er, dann wurde er ausgebuht aus dem journalistischen Publikum natürlich. Ja. Dann meinte er so, guys, this is a company. We need to earn money. Und ich würde wirklich wollen, dass wir Katzenbilder und Irakkrieg machen können. Aber wenn Irakkrieg nun mal finanziell nicht drin ist, dann müssen wir Katzenbilder machen. Ja. Weil so. Ja. Und es war so ein prägnanter Satz: so, I would like to do Iraq and cat pictures, but there is only money for cat pictures. Es war so geil, so vor so einem Haus voller altgedienter Journalisten, die schon den Watergate-Skandal quasi aufgedeckt haben. Also, es war jetzt, waren natürlich nicht die, weil es war nicht Washington oder New York, aber so Leute aus der Zeit noch, aus den 80ern oder 70ern, das war jetzt von vor ein paar Jahren, ne? Also, es war 2012 oder so, diese Ansprache, die er da gehalten hat. So geil. Ich würde gerne Irakkrieg und Katzenbilder machen. Ja, ungefähr so läuft das hier auch. Die reden über wichtige Dinge und Marderbilder, weil die sind nämlich auch wichtig. Richtig. Von entscheidender Bedeutung. Guckt euch auf jeden Fall mal an, wenn ihr des Englischen halbwegs mächtig seid. www.jostsmarderbilder.com. Genau, da findet ihr eine große Sammlung von 100 schönsten Marderbilder. 100, na, wenn das mal reicht. Er hat das schon viel länger zusammengetragen. 100 stehen auf der ersten Seite und dann kann man noch ein paar Mal umblättern. Geordnet nach Tageszeit und Fellfarbe. Ja, auch nach Art und Rasse und Unterart. Und ja, also wenn ihr euch mal ein bisschen weiterbilden wollt, auf jeden Fall intelligente und gleichzeitig Schenkelklopfer lustige Unterhaltung haben wollt, dann guckt mal bei Last Week Tonight rein auf dem YouTube-Kanal. Kann man das dann auch in Deutschland gucken, immer so ein paar Tage nach der Ausstrahlung. John Oliver, großartiger so Late-Night-Komiker, Talker. Ist ein Brite, der auf HBO eigentlich seine Sendung hat, also in Amerika. Richtig klasse. Also wer das noch nicht gesehen hat, das sollte man auf jeden Fall sich mal angucken, weil da lernt man über so ziemlich alles in der Welt was und lacht sich auch noch kaputt dabei. Also. Und alles sehr charmant und intelligent. Also ungefähr so ein bisschen wie bei heute Show zum Beispiel oder bei Böhmermann. Aber halt alles noch ein bisschen sophisticated, also ein bisschen krasser noch. Ein bisschen besser recherchiert, ein bisschen tiefgründiger. Und natürlich hauptsächlich zu amerikanischen Themen, aber die sind ja manchmal auch global auch interessant. Global, genau. Ja. So Journalismus oder so, den Verfall des Journalismus haben wir ja auch in Deutschland. Also durch Online wird ja da viel kaputt gemacht und so. Das hast du ja überall auf der Welt. Ach ja, aber diese wertenden Begriffe. Wieso? Kaputt gemacht zum Beispiel ist ein wertender Begriff. Ja, zu Recht, weil es nun mal kaputt gemacht wird. Dinge verändern sich. Nee, leider nicht. Also ja, aber nicht zum Guten. Also, was ist gut? Journalismus, wo Journalisten fachlich gut sind und bezahlt werden. Das ist gut, weil das braucht eine Gesellschaft. Nämlich Leute, die Dinge aufdecken. Es gibt den berühmten Satz, wenn Journalisten nicht mehr gut bezahlt werden, wird das die Hochzeit der korrupten Politiker. Weil niemand das mehr aufdecken kann und niemand mehr entsprechend nachforschen kann. Und natürlich geht es auch um andere Skandale und so, die nicht mehr aufgedeckt werden. Und wenn alles nur noch Boulevard ist und Boulevardjournalismus, was kein richtiger Journalismus ist, sondern Voyeurismus, per Definition ein bisschen was anderes. Guckt im Wörterbuch nach, wenn ihr es nicht parat habt. Ja, es ist tatsächlich, also Boulevardjournalismus steht tatsächlich auch in den meisten Definitionen als voyeuristischer Journalismus, was ein bisschen was anderes ist als einfach investigativer Journalismus. Und wenn du keine investigativen Journalisten mehr gut bezahlst und die leistet sich heute kaum noch ein kleineres Blatt, ein größeres Blatt, geschweige denn die kleineren regionalen Blätter oder auch Webseiten. Es geht jetzt nicht nur um Print, es geht nicht darum, dass dass man nicht von Print wegkommen darf, das ist Quatsch. Aber man müsste dann auf die Online-Sachen genauso die Leute bezahlen, die da arbeiten. Es ist ein wichtiges Thema. Dann machen wir vielleicht mal eine kurze Pause. Sind wir schon soweit? Sind wir schon soweit? Naja, können wir noch 2 Minuten machen hier. Okay. Wir wollen ja noch sehen, was hier im Keller ist. Wir wollen noch 2 Minuten lang hören, was Dennis über aktuelle Entwicklung des Journalismus denkt. Naja, ich meine, ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich tatsächlich denke, dass da gerade viel kaputt geht seit ein paar Jahren. Ja. Das ist zu Recht und bewusst ein wertender Begriff, den ich da benutze. Ja, das kann man da durchaus machen. Ja. Also das ist Journalismus, der klickgetrieben ist, der kann halt einfach nicht nur die sinnvollen Sachen behandeln. Ja, natürlich. Weil er muss halt die lustigen Katzenbilder und so. Dafür gibt es einfach nur ein begrenztes Publikum, ne? Ja, klar.
Die sind normalerweise groß genug, dass du dich gut halten kannst, wenn die für dich bezahlen. Aber wenn sich alles dahin entwickelt, dass du Nachrichten halt quasi kostenlos konsumieren kannst im Internet, dann kannst du eben dir keine großen Redaktionen mehr mit Ressorts und so leisten, die dann wirklich gute Leute haben, die sich auskennen. Ja. Deswegen sieht man ja gerade, dass überall im Internet auch diese Bezahl-Abo-Angebote und sowas wie Spiegel Plus und Bild Plus und sowas aus dem Boden schießen. Und natürlich, das ist ja eine Erfahrung, die man auch gerade im Digitalzeitalter immer öfters macht. Kostenlos. Es gibt sehr, sehr viele Sachen kostenlos, aber die sind dann halt auch von der Qualität dementsprechend in den allermeisten Fällen können zumindest niedriger liegen. Ja. Nicht so gut wie das, wofür man bezahlt. Wobei man natürlich sagen muss, dass man für etwas bezahlt, heißt auch nicht automatisch, dass es gut ist. Um Gottes Willen, nee. Aber andersrum wird auf jeden Fall ein Schuh draus. Also etwas, was kostenlos ist, kann halt einfach nur eine begrenzte Qualität haben. Eine gewisse Qualität haben, leider. Und bezahlte Angebote können normalerweise eine höhere Qualität haben, müssen aber nicht. Ja. Genau, das ist richtig. Können, müssen aber nicht. Genau. Und das Problem ist auch noch die Beeinflussung, weil wenn du ein kostenloses Angebot hast, irgendwie muss es bezahlt werden. Dann ist Werbung bekommen. Dann ist es normalerweise durch Werbung und dann wird ist zumindest die Möglichkeit größer, dass die Sache beeinflusst wird. Oh, als wenn du einfach direkt von dem, der es liest oder sich anschaut, bezahlt wirst. Den Verdacht der Beeinflussung, den wird man dann da immer haben. Oder der Voreingenommenheit. Weil eine hundertprozentige Trennung von redaktioneller Arbeit und Anzeigenverwaltung kannst du nicht haben. Die wird immer propagiert, aber es geht eigentlich wobei nicht. Wobei man aber dazu sagen muss, auch die Tatsache, dass die kein vordergründiges kommerzielles sag ich mal, Interesse oder keinen vordergründigen kommerziellen Geber sozusagen haben, der dann die Werbeanzeigen bezahlt und das finanziert, heißt ja nicht, dass eine Zeitung unvoreingenommen ist. Das ist wie mit den kostenlosen Angeboten. Ne? Unabhängig von politischen Gesinnungen oder irgendwas, ja. Überhaupt nicht. Aber es ist wie immer, die Tendenz ist dann halt größer. Hm. Das ist nun mal, das kann man, glaube ich, könnte man sogar wahrscheinlich statistisch untermauern. Das müsste man halt untersuchen, kulturwissenschaftlich irgendwie. Oh mein Gott. So, jetzt gehen wir aber hier noch eine gute Etage tiefer, ne? Als wir geht's richtig ab hier. Bei Jost waren. Und was finden wir da unten? Hunde. Natürlich. Kampfhunde. Vor allen Dingen Hunde mit einem, wer ist das? Collar? Also Stachelhalsband. Stachelhalsband. Also die gehören jemandem. Ja, natürlich. Aber wem gehören die denn? Na, Leuten. Ja, bei wem? Weiß nicht. Also, naja, der Einzige, der sich hier noch rumtreibt, sind natürlich, ich will auch nicht spoilern, es gibt noch ein paar Leute. Leute, okay. Genau, die sich hier auch rumtreiben. Ich dachte jetzt, normal in so einer Höhle unter so einer alten Ruine hast du halt irgendwie wilde Tiere. Vermutlich gehören die noch zu den Kultisten. Den Kultisten, alles Kultisten. Genau. Wir machen jetzt mal ein Päuschen, würde ich sagen. Ich wollte nur noch gerne anmerken, dass wir im folgenden Spielverlauf den Kampfhunden oft begegnen, dass sie oft von Orks eingesetzt werden. Die machen das irgendwie ganz gerne. Ja. Es gibt Orks in diesem Spiel? Mhm. Foreshadowing! Na gut, das Das wird wieder nichts. Okay, wir machen eine. Ich hätte es nicht gewusst. Ich hätte nicht gewusst, dass hier Orks vorkommen. Ich dachte, es geht um Drachen. Heißt ja Drakensang, nicht Orksang. Ja, aber es sind da schon Ratten vorgekommen. Ja gut, dann. Und Menschen. Rattensang klingt fast wie Drakensang. Was? Okay, Leute. Oder? Toll, jetzt habe ich eigentlich richtig verschwendet für eine leere Truhe. Ich glaube, es hackt. Was finden wir? Nichts. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.